Hallöchen, guten Tag. Ich habe in meinem Haus eine Hausautomatisierung, also eine Steuerung verbaut, Haumatik. Und da hat mir der Rollladenaktor macht immer Kommunikationsfehler. Im Forum ist beschrieben, dass der C26 der schuldige Kondensator sein soll. Deshalb tausche ich ihn jetzt. Ich hoffe, man sieht, was ich so mache. Es ist das Modul Haumatik HM-LC-BL1-PBU. Das Ding macht mir die Probleme. Ich habe drei Stück direkt nebeneinander in einer Dreifachdose verbaut. Und einer davon ärgert mich, die anderen zwei laufen. Jetzt wird der, der mich ärgert, repariert. Deshalb zerlege ich ihn jetzt mal. Hier ist das Leistungsteil und da gibt es so komische Kondensatoren. Der C26, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Auf jeden Fall, der Kondensator ist es, der hat ein Problem. Und immer wenn der Schwierigkeiten macht, muss man ihn einfach austauschen. Entlötsauglitze, damit wird er jetzt ausgelötet. Der will nicht. Ich habe mir da ja mal so einen Halter gebaut, mit dem kann ich jetzt das festspannen. Also das ist nicht einfach, das Ding rauszubringen, aber mit viel gutem Willen klappt das auch. So, drin ist er. Sehr schwer. Katastrophe, aber immerhin hat geklappt. Jetzt kann ich ihn anlöten. Hallo, also bei mir hat jetzt der Tausch des Elkos C26 auf jeden Fall einen Erfolg gebracht. Das
Modul funktioniert wieder, es läuft, wie sich's gehört, und es bringt mir derzeit keine Kommunikationsfehler mehr. Ich hoffe, es bleibt so. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, bleibt gesund, arbeitet und achtet darauf, heiße Sachen wie Lötkolben, da verbrennt man sich, scharfe Sachen, Sägen und so weiter, da verletzt man sich. Also, bleibt gesund und macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag.